Wir haben hier bei Wien Energie in der Spittelau im Jahr 2023 zwei große Projekte abgewickelt. Das ist einerseits der Tausch der Niederspannungsanlage, andererseits das Los 3 der Kälteanlage. Und wir haben mit dem Projektleiter der Wien Energie gesprochen und mit dem Projektleiter von Krems-Müller und haben jede Menge spannende Informationen über diese beiden Projekte herausgefunden. Los geht's! Ökologische Wärme- und Kälteversorgung spielt in Zeiten des Klimawandels eine große Rolle. Wien Energie hat die Zeichen der Zeit erkannt und gleist die Versorgung der WienerInnen mit einer Reihe von Projekten sehr nachhaltig auf. Bei der Kälteversorgung nutzt Wien Energie die über das Jahr hinweg sehr niedrigen Temperaturen des Wiener Donaukanals, um möglichst effizient Fernkälte zur Verfügung zu stellen. Wir haben über das Projekt der Flusswasserentnahmestation bereits in einer früheren Projektreportage berichtet. Beim aktuellen Projekt SPK3 wurden umfangreiche EMSR-Arbeiten nötig, wie uns unser Projektleiter Michael erzählt. Ja, wir haben da bei der Wien Energie in der Spittelau auch das Projekt SPK3 mittlerweile abgeschlossen. Das war jetzt eine weitere Ausbaustufe des Kälterings der Stadt Wien. Und ja, da haben wir eigentlich von der Mittelspannung über die Trafos, Niederspannung, die komplette Verkabelung alles geliefert und eigentlich auch gut zu einem Abschluss gebracht und mit eigentlich Beginn der Kältesaison schon im zweiten Quartal des Jahres den Betrieb starten können. Die Herausforderungen bestanden unter anderem darin, dass die Anlage für den Umbau nicht abgeschaltet werden konnte, wie uns der Projektleiter von Wien Energie, Bernhard Bleit, erzählt. Die Herausforderungen beim konkreten Projekt waren eigentlich jene, dass wir im Vollbetrieb eigentlich eine Teilerneuerung durchgeführt haben. Das heißt, wir haben einerseits den laufenden Betrieb komplett aufrechterhalten müssen und haben gleichzeitig relativ kurzfristig die Neuanlagen installieren müssen und davor halt natürlich auch noch die Altanlagen demontieren. Das Ganze bei einem recht umfangreichen MSR-Projekt, das heißt, alt und neu dazu verheiraten, dass noch alles wieder funktioniert, war natürlich auch eine wesentliche Herausforderung. Bei der Auswahl des Projektpartners achtete man seitens Wien Energie selbstverständlich auch auf die Eignung des Unternehmens. Krems-Müller ist bereits langjähriger Partner von Wien Energie und hat seine Qualifikation bereits bei einer Vielzahl von Projekten bewiesen. Zudem war Krems-Müller bereits bei den vorhergehenden Ausbaustufen des Projekts beteiligt, was die Abwicklung wesentlich vereinfacht hat. Die Zusammenarbeit war einwandfrei, also es hat ohne Probleme eigentlich bestens funktioniert. Die Kommunikationswege waren kurz, knackig und alles, was man sozusagen sich gewünscht hat, ist eigentlich sofort umgesetzt worden. Die Termine und die Qualität waren genauso, wie wir es eigentlich gewünscht haben am Ende des Tages. Wunderbar. Das zweite EMSR-Großprojekt für Wien Energie war die Erneuerung der Niederspannungsanlage. Wir haben unseren Projektleiter Michael bereits vor dem Umbau getroffen und zum Umfang des Projektes befragt. Das ist eine von den bestehenden Niederspannungshauptversorgungen vom Anlagenteil Wasserburg der Wien Energie in der Spittelau. Und die Anlage wird demnächst durch eine neue ersetzt. Wir werden 4000 Ampere Einspeisung haben auf die neue Schaltanlage. Die ganzen Kraftabgänge werden wieder auf die neue Schaltanlage aufgelegt. Wir haben dann dementsprechende Reserven für die Zukunft und haben für die ganze Arbeit circa 2 Wochen Zeit, die alte Anlage zu demontieren, die neue Anlage aufzustellen und wieder in Betrieb zu nehmen. Wir sind jetzt schon da auf der Anlage, damit wir eben uns anschauen, was wir bei den Kabelumverlegungen zu beachten haben. Brauchen wir irgendwelche Materialien, neue Kabeln, und das nehmen wir jetzt dementsprechend auf, damit wir dann in der kurzen Zeit vom Umbau eben alles bei der Hand haben und keine Zeit mehr verlieren aufgrund von solchen Dingen. Das Resultat kann sich sehen lassen. Nun, nachdem das Projekt kurz vor dem Abschluss steht, zieht unser Projektleiter Michael positive Bilanz. Wie man sehen kann, da im Niederspannungsraum, im Keller herunten, es hat sich alles ein bisschen verändert. Wir haben mittlerweile die Anlagen alle getauscht und ja, es hat eigentlich gut funktioniert. War ein schwerer Einsatz für die ganze Mannschaft, die Schaltanlage einzubringen. Aber wir haben es geschafft. In der Zeit, in der wir es schaffen haben müssen, haben die Termine gehalten und ja,
Jetzt hat die Wienenergie wieder auf 3 E-Räume neue Schaltanlagen und Hauptverteilungen und ich glaube, das hat gut gepasst. Wir freuen uns über die positiv abgeschlossenen EMSR-Projekte für die Wienenergie in der Spittelau und auch auf das Projekt Großwärmepumpe im nächsten Jahr. Vielen Dank an die Wienenergie für die sehr gute Zusammenarbeit und vielen Dank unseren Mitarbeitern, die solche Projekte erst möglich machen. Bis zum nächsten Mal.